An der BA da kann man ganz viel entdecken. Da kann man eben nicht nur essen und auf einen Freefall Tower. Da kann man etwas lernen, zum Beispiel hier im Schülerlabor physische Experimente ausprobieren. Bei uns ist jetzt der Beat vom Paul-Scherrer-Institut. Beat, was ist Sinn und Zweck von diesem Schülerlabor? Ja, wir wollen eigentlich am liebsten zeigen, dass die Schüler selber sozusagen solche Experimente ausführen können und dann damit ihre Vorstellungen, die sie zum Beispiel von Abläufen und Naturphänomenen haben, selber einfach mal können ausprobieren und testen. Und das macht man eigentlich von mir aus gesehen immer am besten, wenn man es selber gemacht hat. Wenn man es selber mal in der Hand hat, dann kann man am besten eben das in Erinnerung behalten, was man da selber mal herausgefunden hat. Beat, so Abläufe sind zum Teil relativ komplex. Wie schafft ihr es hier in diesem Labor, dass eben die Herangehensweise einfach passiert und ein Praxisbezug besteht? Also wir versuchen eigentlich, den Schüler sozusagen darauf zu motivieren, dass sie eigentlich sich selber ein Konzept erschaffen, was sie eigentlich jetzt würde im Experiment erwarten. Und das können sie dann selber austesten. Und das ist eigentlich auch, wie Wissenschaft funktioniert. Also wir kommen eigentlich auch nicht immer mit fertigen Ideen und Vorstellungen und das funktioniert alles, sondern eigentlich gewinnen wir an Erfahrung dazu, dass wir immer wieder Konzepte entwickeln, beobachten, Experimente zu machen und die verifizieren, ob das dazu passt. Und das werden wir den Schülern selber zeigen, dass so Wissenschaft funktioniert. Ganz viele Schülerinnen und Schüler sind hier mit wachen Augen, sind neugierig. Wie entfacht man ein Feuer für Naturwissenschaft und Technik? Ja, ich glaube, man darf einfach selber auch nicht die Faszination verloren haben, an Sachen neu entdecken und kennenzulernen. Und als ich gestern eben eine Schülergruppe, das sind alles Mädchen, die diese Sachen gezeigt hat, hat eine mal plötzlich gefragt und gesagt, ist das jetzt Physik? Und dann gesagt, ja, das ist alles Physik, was wir hier gemacht haben. Und dann hat sie gerade gemeint, oh, dann freue ich mich aber, wenn wir das in der Schule haben. Und eigentlich genau das. Ich hoffe, dass sie die Freude, wenn sie dann wirklich Physik haben, nicht verlieren. Weil eben, solche Phänomene sind eigentlich das, was uns antreibt und woran, dass wir uns auch immer wieder können von Neuem faszinieren und die Neugier behalten, einfach neue Sachen können wieder zu erforschen. Ja, ich muss sagen, das alles hat mich zurückerinnert an Gymnasiumszeiten, an Sekundarzeiten und es sind gute Zeiten und mir hat die Neugier gerade wieder gepackt. Ja, merci. Ja, bitte gern. Das ist genau das Ziel. Kommt auch dir vorbei, Arbea, wenn ihr ein bisschen mehr wissen und Paul-Scherrer-Institut euch da gedanklich vom Tisch hier bis zum Sternenhimmel führt.